Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash! Nachdem wir nun alle Farblosflecke eingefärbt haben, alle Farbsterne eingesammelt haben, alle Sidequests abgeschlossen haben, Luigi überall gefunden haben, fehlt jetzt nur noch das große Finale gegen Black Bowser. Allerdings etwas sollte ich vielleicht noch zeigen. Ein, wie soll man sagen, Secret nicht, aber einen Bestandteil des Spiels, den ich bislang noch überhaupt nicht im Let's Play gezeigt habe. Den ich persönlich auch nicht sehr mag, aber ich finde, zeigen sollte man ihn trotzdem. Nämlich hier drinnen, ihr wisst schon da, wo dieser Toad gegen den Pappgumba kämpft. Genau hier, der hat uns nämlich hier was zu sagen. Oh, Mario, wie vortrefflich, dass du so freundlich warst, meinen Ersuchen zu folgen, mir nach. Ihr wisst schon, das war der, der uns mal die Karten allesamt weggenommen hat, erinnert ihr euch, weil er sie sich ansehen wollte. Eigentlich hätte man das hier schon sich ansehen können, wenn man, ja, nachdem man bei dem, ihr wisst schon da, wo man das Kartenrad gelernt hat. Nach dem Kartenrad hätte man hier schon vorbeischauen können. Da ich aber wusste, was das ist, habe ich es rausgezögert. Hier entlang, bitte. Er führt uns nämlich in mein persönliches Paper Mario Grauen. Was denn? Eine Geheimtür? Und warum gibt es hier so viel Technologie in einem schäbigen kleinen Lagerraum? Das ist schon seltsam, Mario, aber vielleicht auf eine gute Weise. Sehen wir uns das einmal an. Ja, der Typ da mit dem Pappgumba. Es ist etwas aus Paper Mario Stickers da. Etwas, was in Paper Mario Stickers da eigentlich ganz witzig war, aber wo ich mich nicht freut, dass es wiederkommt. Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, einen Ort zu schaffen, an dem die Geschichte unserer Insel für die Nachwelt bewahrt wird. Willkommen, meine Freunde, willkommen in einer Oase von Kunst und Kultur, dem Prisma Museum. Na, klingelt's? Ein unterirdisches Museum? Das ist bestimmt einer dieser Künstlertreffs, von denen niemand etwas weiß. Oh nein, ganz im Gegenteil, mein Freund. Mein Ziel ist es, unsere Kollektion so vielen Interessierten wie möglich zugänglich zu machen. Selbst einfach drauf in der Straße soll es daran erfolgen können. Damit bleibt nur ein kleines Problem. Im Museum gibt es einfach noch nichts, das ich präsentieren könnte. Und da ich deine Kampfkartensammlung gesehen habe, Mario, wäre es sehr schön, wenn du uns mit Spenden unterstützen würdest. Das wäre eine Spende für eine gute Sache. Außerdem ist Port Prisma meine Heimatstadt. Es wäre sicher schön, das Museum später zu besuchen und in Erinnerungen zu schwelgen. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass ich mich auf jemanden mit deiner Liste im Geschmack in seinen Kampfkarten verlassen kann. Hm? Erlaub mir, dich nach dieser langen Vorrede einmal etwas umzuführen. Die drei blauen Türen vor dir führen zu den Ausstellungsräumen für Kampfkarten. Von links nach rechts zeigen sich Standardkarten, Scherenkarten und Dingskarten. Wenn du eine Karte besitzt, die du spenden könntest, leuchtet der Stern über der jeweiligen Tür. Betritt einfach einen Raum und folge den Anweisungen des Toads, um eine Karte zu spenden. Ja. Weiter geht's. Die rote Tür zu deiner Linken führt zur Gemäldegalerie. Je mehr Karten du spendest, umso mehr Kunstwerke können wir hier hinzufügen. Und die grüne Tür zu deiner Rechten schließlich führt zur Audiothek. Sobald du einen Ort komplett wieder eingefärbt hast, wird die Audiothek um neue Musik erweitert. Informationen erhältst du vom Kunstkenner in der jeweiligen Ausstellung. Und ich kann dir über den Stand der Gesamtkollektion informieren. Ich kann dir gar nicht genug für all deine Hilfe danken. Pass gut auf dich auf. Ja. Das hier ist nämlich... Hast du immer noch nicht ausgeredet? Oh ja, du hast guten Gebrauch von deinem Farbhammer gemacht, nicht wahr? Ja, ich denke, dass uns das nicht aufgefallen wäre. Denn dank deiner Bemühungen waren wir in der Lage, unsere Audiothek um zusätzliche Musikstücke zu erweitern. Also machst du jetzt alle Level komplett eingefärbt. Das erschlägt einem glatt den Atem. Hm, das stimmt. Ich habe die 100% in allen Leveln voll. Gut, ja, das Sticker-Museum aus Paper Mario Stickers, da dürfte jeder kennen. Ich fand es anfangs witzig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir jetzt nicht, wie soll man sagen, es war nervig. Jede einzelne Karte in dieses Museum, also... Jeden einzelnen Sticker, ein Paper Mario Sticker Star in dieses, Ja, ich möchte eh was spenden. Aber nicht alles. Also so ein Paper Mario Sticker Star, ich habe auch im Let's Play zu Paper Mario Sticker Star damals, ja, man könnte hier so eine Karte einfügen. Ich füge jetzt einfach mal irgendwas ein, sagen wir mal hier so die... Ja? Hallo? Soll ich noch mehr spenden? Meine... Na gut, hier den einfachen Eisensprung. Ja und? Moment mal, ich habe jetzt so eine abgenutzte, ein abgenutzter Fünfsprung oder wie das hieß, ihr wisst schon, so fünf abgenutzte Sprünge und einen Eisensprung reingetan. Ah, sehr gut, die werden alle, ah, das ist ein bisschen praktischer, also, okay, ganz ruhig mal. Gut, ach so, ist das wirklich so, dass diesmal in einem einzelnen Raum alle Karten so angezeigt werden? Okay, das ist eine nette Abwechslung. Also, wer kennt noch das gute alte Sticker-Museum aus Paper Mario Stickers da? Ich fand es eigentlich ganz witzig, aber es war verdammt nervig, das damals komplett voll zu kriegen. Und deshalb haben sie es hier in
Color Splash. Und da waren auch so viele Räume, durch die man immer durchlaufen musste. Und jeden Sticker musste man da einzeln einfügen, wer das noch weiß. Erinnert ihr euch? Ja, und deshalb haben sie hier in... Ja, der wird automatisch eingefärbt. Ich selbst mal, ihr seht auch die ganze Zeit, welche Karten ich reinziehe, oder? Ja. Ich schaue jetzt halt die ganze Zeit aufs Gamepad oben drauf. Ich spende jetzt einfach mal, was das Zeug hält. Damit wir ganz einfach was voll kriegen. So, und eins Abpilz kann man auch noch gebrauchen. Ich gehe dann am besten nochmal in den Laden hinüber. Wisst ihr was, ich spende jetzt einfach mal jede Karte, die ich noch habe hier. Ich werde es nicht vollkriegen im Let's Play. Das ist mir von Anfang an klar, dass ich dieses Museum nicht vollkriegen werde. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich fand es nämlich schon in Paper Mario Stickers da zu nervig, dass man da wirklich alle, wirklich jeden einzelnen Sticker spenden musste. Und ja, und dies hat deshalb, wie viel fehlen denn jetzt noch? Wir können ja mal... Achso, ja, ich trottel, ich muss ja den Tod nicht ansprechen, sondern ich habe mich übrigens schon mit Karten eingedeckt für den Finalboss, auch mit Dingskarten. Die Dingskarten werde ich jetzt nicht spenden, denn die brauche ich für den Finalboss. Und es ist ganz schön nervig, die jedes Mal... Okay, die großen sind hier, die... Nein, hier rechts sind die Blumen und Pilze. Was haben wir hier noch? Ich kann ja auch die immer anklicken hier. Die Idee mit dem Bild hier gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Ich habe es lieber wie ein Paper Mario Stickers da, dass man da jeden Sticker einzeln sieht. Naja... Boah, das sind echt viele Karten. Natürlich werde ich nicht alle spenden. Ich habe ja nicht mal alle. Aber ich tue jetzt mal kurz, was ich kann. Ich werde auch alle, ich werde jetzt auch alle Gegnerkarten spenden, weil die ja bekanntlich in den Bosskämpfen nichts bringen. Dann werde ich noch mal kurz ein paar nachkaufen und dann geht's zum Finale. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht begeistert, dass das Sticker-Museum oder wie sie heißt, das Prisma-Museum wieder zurückkehrt. Denn es war in Paper Mario Stickers da einmal schön und gut. Das war's wirklich. Moment. Ich zeige mal kurz was. Hier haben wir den guten Lemmy. Die spende ich jetzt allesamt auch mal, ganz einfach, weil die bringen mir in den Bosskampf ja wahrscheinlich nichts. Ich bin sicher, die Koopalinge werden nicht gegen Bowser kämpfen. Ich spende jetzt einfach mal alle Karten hier, die ich habe. Da den Ganoven-Guy, Shy-Guy. Das soll angeblich voll schwer sein, alle von denen voll zu kriegen. Ich spende jetzt einfach mal alle von denen, die ich habe. Auch Shy-Guy ist in allen möglichen schönen Farben. Und natürlich Goomba-Pappenheimer. Oben der Pappgumba. Witzig, nicht wahr? Naja, eine ganz nette Idee, aber ich mag die Idee nicht. Muss ich ganz ehrlich schon dazu sagen. Ja, aber du warst so großzügig, uns eine angemessene Anzahl an Karten zu spenden. Ich rede nur Schwachsinn, also halte ich jetzt mal schön mein Maul. Gut, ja, und hier bei der Dingsabteilung werde ich gar nichts spenden, ganz einfach, weil ich die Dingse, die ich gerade eben alle mühsamst ausquetschen musste an der Quetsche, dass ich die für den Finalboss brauche. Ja. Dingskarten werde ich keine spenden, dafür habe ich jetzt alle, wirklich so gut wie alles gespendet, was ich habe. Ah ja, und das hier ist vielleicht auch noch ganz interessant, was wir hier haben. Moment mal, ich glaube da hier, oder? Ja. Scenes, Menü, Konzeptideen. Ja, ihr merkt, das hier sind so... Hey, mir fällt gerade hier auf diese... Es gab ja ein Video auf Nintendo Österreich oder auf Nintendo Deutschland, das hieß Paper Mario Color Splash Outtakes und das sah so ähnlich aus. Ah ja, sehen wir verworfene Grundideen. Links unten zum Beispiel sehen wir einen Level, der sehr stark an einen an Paper Mario aus Paper Mario Stickers da angelehnt ist. Finde ich gut, dass sie dann doch neuere Level benutzt haben. Den Rotton-Level, ja, das hier. Ja, also, so haben die Entwickler alles geplant hier, so mit Zeichnungen und so. Die konnten ja damals noch nicht wissen, dass das Spiel auf großen Shitstorm treffen würde. Die Indigo-Grotte. Okay, die sollte ursprünglich auch außen sein. Interessant. Erste Mario-Skizzen. Ja. Ja, da unten ist Paper Mario's Sprite aus Super Paper Mario. Was haben wir hier bei der Azurbucht? Aha. Wie das ursprünglich aussehen sollte, die Strandbar. Sieht irgendwie aus wie auf einem Jahrmarkt. Die Bergregion, die haben sie eigentlich relativ gleich gelassen. Da fällt mir jetzt kein Unterschied auf. Port Prisma. Übrigens, kleine Tatsache, Stickershoven aus Paper Mario Stickers, da sollte ursprünglich in dem Spiel wieder auftreten. Da gab es auch... Sind die hier eigentlich auch dabei, diese Stickershoven Grundprinzipien in der Color Splash-Grafik? Oh, Stickers da im Color Splash-Look. Wenn sie Level-Ups hinzufügen würden, würde ich mich so über so ein Remake freuen. Okay, das sehe ich jetzt auch nicht so viel. Na gut, Fabian sieht da ein bisschen anders aus. Prolo. Ja, hier haben wir Marios Haus. Das wurde ja auch ein bisschen neu designt, aber von innen sieht es jetzt... Nö, von außen sieht es mehr aus wie in den ersten drei Paper Marios als von innen. Moment mal, wieso habe ich hier noch nicht alle... Hier wären so viele Grundideen, wo sind denn die alle, wenn ich fragen darf? Moment mal. Komisch, dass ich die nicht habe. Naja, schade, ich hätte euch gern mehr von diesen... Aber da sind ja dann auch so Sprites von unbenutzten, innovativen Charakteren, also keine Toads. Echt schade, dass die verworfen wurden. Aber es ist ganz interessant, die Beta-Geschichte von dem Spiel zu erfahren. Ich interessiere mich ja wahnsinnig für Beta-Geschichten.
Ja, und hier kann man halt Musik hören. Hören wir mal kurz rein. Ich kann die Musik eh nicht hören, aber ich spiele jetzt Kartenladen. Ey, alle Musikstücke. Strohhalm des Schreckens. Stopp. Strohhalm des Schreckens. Ich werde euch jetzt auf gar keinen Fall alle abspielen. Entschuldige, das. Ich meine, ich übertehne es ja eh nur mit meiner Stimme. Die Idee mit diesem Konzept Artworks da war, fand ich fantastisch. Ne, wirklich. Das war jetzt gerade echt witzig. Mit dem Konzept Artworks und allem drum und dran. Das war echt eine gute Idee, aber dass man das Museum vollkriegen muss mit allen Karten, die Idee hätte man meiner Meinung nach einmalig in Stickers da lassen sollen. Finde ich schon. Gut, ich wollte das Prisma-Museum halt noch kurz zeigen. Auch wenn es jetzt wirklich nicht so das Gelbe vom Ei des Spiels ist. Gezeigt haben muss man das Prisma-Museum schon, wenn man das Spiel hat. Das stimmt schon. Vollkriegen, vielleicht mache ich es privat, aber ich glaube eher nicht. Aber im Let's Play werde ich dieses Museum nicht vollkriegen, weil es mir ganz einfach nicht so gefällt, dass diese Idee wieder übernommen wurde. Gut, ich decke mich nochmal kurz mit Karten zu. Ich habe jetzt schon leider einige gespendet. Für den Finalboss brauchen wir Eisensprünge und Hämmer. Soll ich da mal von denen ein paar... Moment. Ich habe jetzt eigentlich jede, die ich einmal gekauft habe, irgendwie gespendet, oder? Ich kaufe am besten halt von jedem, die ich gespendet habe, noch was ein. So, von denen kann ich noch welche gebrauchen. Ich habe ernsthaft jetzt alle Münzen ausgegeben. Ja, das Ziel des Let's Plays habe ich auch erreicht, dass ich endlich keine überfüllten Münzen mehr habe. Umsonst kriegt man hier nichts, Mario. Okay, ich schaue noch mal kurz ins Menü. Karten. Die ganzen Dinge habe ich noch, oder? Ja, ich habe eh genug Karten. Ich habe mich vorher schon wahnsinnig eingedeckt. Hat man ja im Münzstand gesehen. Die Dings habe ich alle. Moment mal, den Super. Achso, ich hatte zwei Super, deshalb konnte ich den nicht mehr spenden. Gut. Alles wunderbar. Dann geht's jetzt zum Finale. Ja, Prisma Museum. Nicht mein Ding, muss ich sagen. Das Sticker Museum hat mir besser gefallen. Da bin ich ganz ehrlich. Aber na gut, es geht in dem Spiel leichter, das alles zu spenden. Egal jetzt. Ich werde es nicht vollkriegen. Gut. Dann nutzen wir hier jetzt mal den Regenbogen, um zu Bowsers fliegender Festung zu kommen. Aber wir haben schon auf der Oberwelt gesehen, ja, das ist sehr steil. Ach komm schon, der Weg ist zu glatt zum Laufen, nachdem wir solche Strapazen auf uns genommen haben. Ja, toll. Das Abenteuer endet hier. Wow, ja, das wusste ich ehrlich gesagt schon. Wen haben wir denn hier? Es ist... Luigi! Ja, wir haben ihn in allen 5 Leveln nebenbei bemerkt gefunden und hier taucht Luigi im Gegensatz zu Paper Mario Stickers da am Ende nochmal auf mit seinem Mario Kart. Standard Kart aus Mario Kart 8, glaube ich, oder? Ja, auch schön mit Pappe und so, haben sie richtig gut nachgemacht. Mario, ich bin's. Ich weiß ja nicht, wie das passiert ist, aber etwas gute Farbe ist für mich gefallen und hat mein Kart wieder eingefärbt. Los, Bruder, fahren wir über den Regenbogen-Boulevard und retten wir Prinzessin Peach. Ach, deshalb war der grüne Farbstern zuletzt. Okay, ja. Genauso wie in Super Paper Mario ist Luigi am Ende der Retter in Not. Was sagst du, bist du bereit? In Super Paper Mario war ja auch gegen Ende hin nochmal Luigi mit am Start in Kapitel 7. Super, es geht los! Und so auch hier. Ja, aber das finde ich ehrlich gesagt eine wahnsinnig gute Idee. Idea wollte ich jetzt schon sagen. Zu Englisch. Warte mal, ich muss hier steuern? Was zum... Okay. Wow. Ja, ich habe ja gestern bei Mario Kart 8 gespielt, privat mit einem meiner Freunde. Und ja, ich habe jetzt eigentlich angenommen, dass man da fahren müsste, weil der schon losstartet, wie bei den Mario Kart Spielen. Aber das ist echt eine nette Mario Kart Referenz, Regenbogen Boulevard. Deshalb hat er auch Regenbogen Boulevard im letzten Part gesagt, der gute Fabian. Ja, wahrscheinlich ein ganz schönes Abenteuer ohne mich erlebt zu haben, Bruder, im Gegensatz zu Super Paper Mario. Na gut, ich hatte ja in der Legende von Mayonta mein eigenes. Das immer noch ein eigenes Spiel braucht. Naja, immerhin kann ich dir mit meinen Fahrkünsten aushelfen. Prinzessin Peach, wir kommen! Aber ich find's echt gut, dass sie Luigi nochmal eingebaut haben. Da ist etwas. Ich find's echt gut, in Stickers da war er echt so lausig. Ich meine, in Paper Mario 1 und 2 war er einfach nur der Witzvogel. In Super Paper Mario hatte er eine sehr große Rolle. Ich möchte nicht spoilern für die Super Paper Mario nicht kennen. Aber in Stickers da, naja, in Color Splash hat er zwar ziemlich dieselbe Rolle, aber dafür halt noch das hier. Mamma mia, wir fahren jetzt zu einem riesigen, gruseligen Fels am Himmel. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr, du hast so hart gekämpft, also reiß ich mich auch zusammen. Festhalte, ich gebe voll, also hoffentlich fliegen wir nicht von der Strecke. Lakito ist nicht hier, um uns zu retten. Auch so ein Mario Kart Easter Egg. Ja, Mario Kart werden wir auch nochmal Let's Playen. Aber dann wirklich alle hintereinander. Gut, da haben wir Bowsers Festung, die ziemlich ähnlich aussieht wie die in Dream Team und Sticker Star.
die Festung des schwarzen Bowsers. Ja, ja, da wären wir also. Zeit für das große Finale. Pro geschafft. Sei vorsichtig da dran, ja? Ich warte hier. Du weißt schon, falls du eine Rückfahrtgelegenheit brauchst. Na, ich kann mir schon vorstellen. Luis übernimmt hier ein bisschen die Rolle wie Flatter in Paper Mario Sticker sein. Hat ihr euch der gute Wiggler? Danke, Luigi. Wenn hier jemand Streit mit dir anfangen will, setz einfach deinen fiesesten Gesichtsausdruck auf. Also dann, Mario, retten wir Prinzessin Peach. Ja. Soweit ich weiß, ist dieser letzte Level, der besteht wie in Stickers dann nur aus zwei Bosskämpfen, soweit ich weiß. Wer ist der zweite? Ja, mal daran gedacht, dass uns vielleicht noch ein Cooperling abgeht. Ja, ja, gut, ich bin gespannt. Ich habe mich mit allen Dingsen, auch mit dem, den wir für Roy brauchen, eingedeckt. Und jetzt schaut euch mal das an. Kommt uns dieser Umriss nicht bekannt vor? Prinzessin Peach! Sie haben ihre Farbe gestohlen und sie wie ein Gemälde eingerahmt. Sehr schön, muss ich sagen. Die braucht dringend einen schönen pinken neuen Anstrich. Gut. Oder? Naja. Ach so, einfach so. Oh, hoho. Okay, hier passiert doch mehr, als ich anfangs angenommen hatte. Na toll, sie haben Peach. Was will Bowser mit einem Peach-Porträt, wenn ich fragen darf? Es ist ja immer so ein bisschen umstritten, wofür Bowser Peach eigentlich immer entführt. Einmal hieß es, er will das Pilzkönigreich überschrieben haben. Einmal hieß es, er will sie heiraten. Einmal hieß es, er will eine Mutter für Bowser Jr., der hier nebenbei mehr gar nicht auftritt. Da hat Bowser uns kalt erwischt. Das hat er wirklich. Wenigstens sind wir nicht von Gegnern umzingelt. Ich glaube, das ändert sich, oder? Ja. Oh, wen haben wir denn hier? Wie sind denn die bitte so schnell aufgetaucht? Hier haben wir Rory Cooper, der letzte fehlende Cooperling. Ich finde schon, man hätte dem noch ein eigenes Kapitel geben können. Okay, Roy Cooper wurde aber nie als... Wie er mit seiner Trompete da herumtut, er heute Roy. Der ist aber nicht gerade gesprächig dafür, dass er in Super Mario Bros. 3 in der TV-Serie sehr gesprächig war. Wieso das hier alles... Hätte ich dagegen was machen können? Redest jetzt endlich mal. Herzlichen Dank für die Farbe. Keine Panik, du kriegst sie gleich wieder. Es wurde mir gesagt, dass da irgendwas mit Farbe war, ein Farbspielchen. Oh, das hätte ich fast vergessen, bevor du deine Farbe wiederbekommst. Es gibt so eine Kleinigkeit zu erledigen. Oh, ach so. Nur die. Ja, die 1-Up-Pilze, damit ich sie mir nicht nachfüllen kann. So, jetzt kann es aber endlich losgehen. Na gut, in Super Mario Bros. 3 gab es mal eine Folge, wo Roy Cooper mit einer Tuba war, wie mit dem Zauberstab da gerade eben. Und hier kommt auch schon eine Farbe, wie versprochen. Und das ist eine Anlehnung an New Super Mario Bros. U, da hat er ja auch so eine Kugelwilli-Kanone gehabt. Schau dich an, jetzt wird's bunt. Aber ich habe ja nichts. Und wieso sind die hier, sind das die, die nicht eingefärbt sind? Ich glaube schon. Gut, dann hauen wir mal kräftig drauf mit allem, was wir haben. Was haben wir denn da schönes? Wurfhammer? Und ich hätte mir vielleicht noch ein paar Sprünge kaufen sollen. Habe ich noch welche? Ich glaube nicht so. Unbedingt. Gut. Wie wär's damit, mein Freund? Okay. Für den braucht man die Waschmaschine, aber ich bin mir so nicht gerade sicher, wieso. Okay, ich finde aber schon, man hätte noch ein siebtes Kapitel für Roy machen können, anstatt ihn hier jetzt auf einmal so billig in Bowsers Festung hinzuklatschen. Aber es freut mich, dass Roy Cooper, wie soll man sagen, er hat ein bisschen mehr Persönlichkeit als die anderen Cooperlinge, wenn ihr versteht, was ich meine. Und so. Na, die Feuerblume macht mehr Schaden als der Rest. Na, mein Freund, was hast du jetzt zu bieten? Wir haben keine Farbe. Wir können nur Karten verwenden, die schon eingefärbt sind. Boah, hier lege ich mit deiner eigenen Farbe. Welche Ironie. Ja, ich weiß, was Ironie ist. Wissen schließlich Macht. Das hat mich motiviert, mich vorzubilden. Roy wurde aber immer so als der Dumme. Mario wird rot verwutet. Was ist das denn? Das ist ein Beta-Element aus dem ersten Paper Mario. Nämlich, wisst ihr warum? So, ich nehme jetzt mal die Eisblume. Ich habe aber auch rote Farben, muss man sagen, jetzt zur Verfügung. So. Machen wir mal das hier. Aber ich kann mir dann ja rein theoretisch wieder was... Ich muss mir dann eher wieder was kaufen unten, oder? Was? Wieso? Ach so, alles geht jetzt schneller. Oh, das... es gab in Paper Mario, für Paper Mario 1 war ursprünglich ein Orden geplant, der Mario wütend macht. Und dann
Hätte Mario nur noch der, dann hätte der, nur noch der Partner Mario. Mario steppt wie der Bär, das vertreibt den Blues. Und blaue Karten. Wieso blaue? Ich kann keine blauen Karten jetzt einsetzen, weil Mario Party macht. Das ist eine interessante Idee, Rot. Das hat ein bisschen was von Super Princess Peach. Wer kennt das Spiel? Interessant. Interessant. Ich glaube, ich könnte so einen Hammer einfärben, oder? Ja. Könntest du Hämmer einfärben. Blaue Karten sind jetzt also tabu. Aber nicht etwa tabu aus Super Smash Bros. Keine Sorge. Der Tabu soll schön tabu bleiben. Gut, ich verbrauche jetzt mal wieder meine Farbe für das hier. Ich hoffe mal, ich kann... Okay, hier kann ich gut genug angreifen. So wie normal. Okay. Ja, und in Paper Mario 1 sollte auch so ein Orden geplant sein, der Mario komplett wütend macht und dann hätte, glaube ich, nur noch der Partner über ihn Kontrolle. Ah, Partner, wie sehr ich sie vermisse. Yeah, super. Läuft und wie es läuft. Die Nase läuft von der Farbe. Okay, was hat er jetzt für eine Farbe? Lee. Oh je, das ist vergiftet. Das habe ich gleich vermutet. Das habe ich gleich vermutet. Dann nehme ich mal einen Pilz. Haben wir irgendwo einen Pilz? Ich habe einen Pilz. Oder? Ich will aber keinen Pilz benutzen. Wieso kann ich die? Ja, die Pflanze hier. Die Eisblume, dann Huchhämmer, großer Sprung und das hier. Aber ich verbrauche ja viel zu viel für Roy. Ich brauche ja noch was für Bowser. Oh je. Den Pilz habe ich mir jetzt aber doch lieber für die nächste Runde aufgehoben. Und ja. Sehr gut. Mensch, mein, viel Schaden. Alter, was heißt einmal pro Karte? Das war bei den ersten Paper Marios nicht so. Naja, wir sind ja leider schon gewöhnt, dass Nintendo alles, was Paper Mario ausgezeichnet hat, irgendwie verändert. Aber Lila ist echt vergiftet. Die Idee finde ich gut, aber jetzt geht es auf einmal irgendwie voll schnell. Es geht voll schnell. Aber der Bosskampf ist gut, ne, wirklich. Endlich mal ein Bosskampf, der irgendwie Laune macht. So. Ja! Ei. So, und mach Roy jetzt platt! Das macht Spaß, ne? Wirklich. Ein guter Bosskampf. Boah, das dauert zu lang. Gib mir die ganze Farbe auf einmal. Oh je. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Waschmaschine, oder? Oh je, Mine. Die Kugelwilli-Kanone hat aber ursprünglich Kugelwillis. Oh je. Was wird das, wenn du alle Farben zusammenschüttest, kommt am Ende nur schwarz heraus? Oh oh. So ist besser hell, wie sich das Ganze vermischt. Zeit zum Schwarzen, Mario. Wie? Jetzt wird's Zeit für die Waschmaschine. Ja, okay. Ganz ruhig, ich habe jetzt nämlich gedacht, dass wir es schon vergeigt hätten, den Bosskampf. Aber jetzt wird Zeit für die Waschmaschine. Aber erstmal für einen Pilz. Wollen wir sie denn, die Waschmaschine hier? Die Waschmaschine, das ist auch ganz interessant. Die sieht in der amerikanischen Version anders aus als in der europäischen Version. Interessant, oder? So. Erstmal heilen, das geht vor. Und jetzt wird es Zeit für die Waschmaschine. Was macht man, wenn überall Flecken sind? Waschen natürlich. So. Ja, und die sieht in der amerikanischen Version echt anders aus. Warum? Das wird wohl nie einer erfahren. So, auch ein exzellent, hervorragend. Aber wo... Ich weiß echt nie, worauf man bei diesen Dingsen drauf kommen soll. Menno, du hast es ausgefunden. Egal, dann besiege ich dich immer auf die altmodische Weise. Also pass bloß auf, denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt wird's ernst. Ja, ich find's echt so genial, dass Luigi und die Koopalinge... Alter. Dass Luigi und die Koopalinge ihre alten Persönlichkeiten haben, versteht ihr? Das finde ich richtig gut. So, dann machen wir ihn jetzt mal ganz fix platt. Mit guten altmodischen Waffen, wie es so schön hieß. So. Ob das nicht zu viel ist? Na gut, die Koopalinge halten viel durch, muss man sagen. Gut, im letzten Part hatten wir ja noch Lemmy, das mit den Koopalinge, der wir sehen können, ratzfatz von Hand. Ja, ich merke, der obere Hammer ist ein bisschen, weil ich halt nicht genug Farbe hatte. Ja, der Fatzke hat mir ja alle weggenommen. So, oha, er steht immer noch. Naja, wozu habe ich den Pilz genommen? Ich habe leider keine kleineren Pilze. Ich hätte doch ein bisschen intelligenter einkaufen
Das erinnert mich voll an den Meister, ihr wisst schon, der Dojo-Meister aus Paper Mario 1. Der hat doch so ähnlich angegriffen, erinnert ihr euch, mit so einer ähnlichen Attacke? So, das wird jetzt aber hoffentlich für ihn reichen. Das ist gerade mal der eine Stachel von seinem Panzer. Ich finde die Farben, die Panzerfarben von den Koopalingen so genial. Und... tschüss! Haha! So, alle Karten zurück. Na, was sagst du jetzt, Roy? Wie hast du das gemacht? Ich habe mir alle deine Farbe gekalt und du verzeihst keine Miene. Noch nicht mal vor der schwarzen Farbe hattest du Angst. Mich magst du besiegt haben, doch bei Bowser wird dir das nicht so einfach gelingen. Zeit für ein Nickerchen. Wohl für ein ewiges Nickerchen. Werden die Koopalinge im nächsten Paper Mario irgendwie wieder auftauchen? Die Herzen sehen komisch aus. Das ist ja dreist. Man verwendet niemals die eigene Farbe gegen jemanden. Das steht schon in den Regeln. Naja, Prinzessin Peach hängt immer noch da oben. Retten wir sie. Okay, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt hier erstmal all unsere schöne Farbe zurück. Diesmal fühlt es auch gut an, das Geld anzunehmen. Okay, ja, gar nicht so einfach der Bosskampf, aber er war gut. Das war wirklich einer der wenigen Bosskämpfe, die mir gefallen haben in dem Spiel hier. Oh je. Nein, ich wollte noch speichern. Was ist denn das hier? So etwas habe ich noch nicht gesehen. Hier diese gewaltigen Eimer an, genau wie die, die an den Luftgaleeren hingen. Okay, würde man vorschlagen, das wär's für den Part.